Herzlich willkommen. Geil. Dass du wieder mit am Start bist. Zur nächsten Ausgabe von Die Rückkehr. 1.5. Nee, Punkt. Entschuldigung. 1.15. Entschuldigung. Sorry, tut mir leid. Ich hoffe, Lobart ist jetzt endlich mal aufgestanden und hat ausgeschlafen. Der Schäbige. Und mal gucken, ob wir denn eine Bürgerkleidung bekommen können. Wie uns. Hey, du. Warum treibst du dich hier auf meinem Land? Oh, ganz ruhig, Mann. Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Für den König. Für den König. Für den König. Das haben die Stadtwachen gesagt, als sie die Hälfte meiner Schafe geholt haben. Aber wo sind die Drecksäcke, wenn wir uns die Banditen vom Hals halten müssen? Wo werden sie sein, wenn uns die Orks überrennen? Ich werd's dir sagen, in der Stadt, hinter den dicken Mauern. Also hör mir auf mit dem König. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Siehste? Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Naja, das Leben ist hart. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Der Synchronsprecher, ich habe leider seinen Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber schreibt das gerne mal in die Kommentare. Er ist leider schon gestorben. Ich glaube, Pete hieß der irgendwie. Irgendwas mit P. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er halt auch in Stronghold, in den Stronghold-Teilen immer wieder mal gesprochen und synchronisiert. Ja, wenn ihr Stronghold nicht kennt, dann spielt's mal. So. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Ach so. Ja, jetzt habe ich Trottel vergessen, mir vor der Aufnahme hier noch was zu trinken bereitzustellen. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Zum Glück haben wir das ja schon getan. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Okay. Deine Frau. Sie braucht bestimmt Hilfe. So, schauen wir uns mal. Ah, die Lichtstimmung hier gefällt mir auch sehr gut. Es wirkt alles gleich ganz anders, wenn man einfach nur eine bessere Beleuchtung hat. Wisst ihr, manchmal ist einfach die Beleuchtung der Spirit, wie man das Aussehen eines Spiels komplett verändern und überarbeiten kann. Man braucht manchmal nicht schärfere Texturen, manchmal ist es einfach nur die Lichtstimmung, die auch schon sehr viel machen kann.
Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Ach, zum Glück haben wir das ja auch schon zufällig gemacht. Ich habe eine Pfanne dabei, ich kann dir eine verkaufen von meinen Beständen. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Dankeschön. Ach, ich bin einfach ein guter Junge. Ein braver Junge. So, die Kiste habe ich jetzt mal großzügig übersehen. Wir gucken jetzt einfach mal, ob denn die Jungs auf den Feldern laut Lobart noch was zu tun haben für uns. Ah ne, das sind die Bauern, die ich schon in der letzten Folge gesprochen habe. Auf jeden Fall. Ach guck mal, den kenne ich. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Ist halt derselbe Synchronsprecher wie von Lobart. Wie gesagt, dessen Name ich nicht weiß. Wie gesagt, hackt das mal in die Kommentare. Ihr findet das schon raus. So. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Voll geil. Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Ich stell dich mal vor, die ganze Nacht so im Bett. Creepy. Marlet hat also Informationen. Aha. Na, oh, guck mal, da ist eine Hacke. Kanta war übrigens der Erste, der dort von dem Ork wahrscheinlich getötet werden würde. War aber auch kein großer Verlust, ja. Der Typ ist einfach ein mieses Schwein. Ich finde das halt so geil, wie man von hier aus schon Xardas Turm sieht und man fragt sich halt auch nicht, ja, okay, was könnte das sein? So, das wäre mal interessant. Fragen sich die Leute, die Bauern hier, die hier leben, was das dort für ein Turm ist, der von einem Tag auf den anderen auf einmal erschienen ist. Ich meine, wenn das noch nicht so lange her ist, das ist ja erst 2 Wochen her, nach den Ereignissen von Gothic 1 oder 2, 3 Wochen ist es ja erst her. Und in der Zeit müssten den Bauern das doch aufgefallen sein, dass dort einmal von einem Tag auf den nächsten ein fucking Turm stand, so wie es Lester halt erzählt hat. So, warum erzählen die Bauern das nicht? Ich meine, das hätte man super ins Spiel einbinden können. Aber ich glaube, es ist halt so gewesen, damals, als Gothic 2 rausgekommen ist, war es halt so, dass die Sichtweite nicht so hoch war, dass man quasi von hier aus den Turm halt einfach nicht sehen konnte. So, glaube ich, war das. Aber weiß ich nicht. Korrigiert mich nochmal in den Kommentaren, aber ich bilde mir ein, wenn man Gothic 2 Vanilla spielt, dass man halt aufgrund der geringen Sichtweite den Turm nicht sehen konnte von hier aus. Hey, du! Ach Mist, wir können Marlet gar nicht ausfragen über die Stadt. Das ist natürlich schade. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie der Fall, aber... Na gut, dann eben nicht. Dann fragen wir jetzt mal Lobart, wie es aussieht, ob der uns die Sachen günstiger verkaufen kann. Ich meine, wir sind ja, haben ja gute Goldstücke dabei. Ich meine, so arm sind wir jetzt nicht. Ich würde uns jetzt nicht als arme Schlucker bezeichnen. Wir haben fast 500 Goldstücke, das ist wahrscheinlich mehr als der ganze Hof hier überhaupt wert ist. Nehme ich jetzt einfach mal an, aber wir protzen halt nicht so dafür.
Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Okay. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet denn die Landarbeiterkleidung? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 40 Goldstücke. Aber ich bilde mir ein, das geht noch günstiger. Ich bilde mir ein, dass man die noch irgendwie für 10 kriegt. Irgendwas muss ich noch machen. Ah, Mist. Weil der sagt ja dann auch noch sowas wie, billiger wird sie nicht. Ah, shit. Was konnte man denn noch machen, dass die Kleidung günstiger wird? Also ich glaube, 20 oder 10. Eins von beiden war das günstigste. Und er sagt ja dann auch, billiger wird sie nicht. Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Aber ich wüsste nicht, was es noch zu tun gäbe hier. Also eigentlich haben wir doch mit allen möglichen Leuten schon gesprochen. Und eigentlich alles erledigt, oder? Boah, das wurmt mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht rausgefunden habe oder nicht rausfinde. Ich meine, ich könnte zwar jetzt erstmal in die Stadt gehen und später wiederkommen, das wäre jetzt nicht halt das Thema, aber das würde mich jetzt wurmen, würde ich das jetzt nicht rausfinden. Ich verstehe jetzt halt auch noch nicht so recht. Ich meine, Vino hat ja gesagt, wir sollen ja Malet nochmal ausfragen, aber warum konnte ich jetzt nicht mit dem reden? Das wundert mich gerade ein bisschen. Ey, das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Hey, du! Ich kann mit dem nicht reden darüber, das ist interessant. Der Mann mit Augen, Zugang zur Stadt. Ich habe mir einen Passierschein. Natürlich muss ich dafür aussehen wie ein Bauer. Ah, das hat er mir schon gesagt. Der hat mir schon gesagt, dass ich von Lobards Hof komme und in die Stadt zum Schmied will. Das hat er mir schon erzählt. Dafür muss ich aber aussehen wie ein Bauer. Shit. Ey, ich bilde mir ein, es ging noch irgendwie, dass man noch auf den noch weiter runterhandeln kann mit der Kleidung. Aber ich weiß gerade nicht mehr wie. Ich weiß einfach gerade nicht mehr wie. Schreibt mir das sonst einfach mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese mir ja alles durch. Das war jetzt aber auch nichts mehr für mich. Hatten die Bauern noch irgendwas für mich zu besprechen? Warte mal. Du? Warte mal. Was gibt es so alles hier in der Gegend? Nur Felder und Höfe und jede Menge Söldner. Aber die sind fast alle im Osten. Auf Onas Hof eben. Im Norden ist Seekorpshof, aber da gehen sie nur hin, um Pacht einzutreiben. Und im Südwesten ist der Aufgang zu Bengas Hof. Ist klar. Okay. Ja, shit, wie war das denn noch gleich? Ey, ich weiß es gerade nicht. Irgendwie kam man noch günstiger an die Klamotten. Ach, Mist. Das ärgert mich jetzt. Ich will ehrlich gesagt die Goldstücke sparen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme das jetzt für 40 Goldstücke, dann schreibt mir einer in die Kommentare, wie es noch günstiger geht, und dann ärgere ich mich, dass ich nicht gewartet habe. Oder ich gehe jetzt erstmal in die Stadt, warte die Kommentare ab und komm dann wieder und mach dann die Sache mit Greg zu Ende. Ich meine, weil ich muss ja sowieso hier wieder zurück, weil hier gibt es ja noch Haufen Viehzeug, was ich jetzt noch nicht umgebracht habe. Was ich jetzt aber noch nicht umbringen kann, von daher. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ich warte eure Kommentare ab. Geh jetzt erstmal in die Stadt, lass Greg jetzt hier erstmal stehen. Und komm dann halt wieder. Ne? Ich muss jetzt erstmal noch 3-4 Folgen aufnehmen für Weihnachten, weil ich fahre jetzt natürlich über die Weihnachtszeit halt weg. Übrigens, heute, wenn diese Folge rauskommt, müsste der erste Weihnachtsfeiertag sein. Das heißt, ich muss noch mindestens, also diese und nochmal 2 Folgen jetzt noch aufnehmen. Also diese und die nächsten 2 noch bis Folge 5 quasi. Damit ich jetzt erstmal über die Weihnachtszeit Folgen habe. Und sobald ich wiederkomme, dass ich dann weiter aufnehmen kann. Das heißt, ich werde dann ab Folge 6
werde ich dann quasi auf euer Feedback groß eingehen können, was jetzt so in den ersten 5 Folgen halt geschrieben wurde. Na gut, wir können ja erstmal in die Stadt, wir haben den Passierschein, wir haben genug, wir haben nicht genug Pflanzen. Also der Passierschein ist tatsächlich gerade unsere einzige Möglichkeit. Ein Steckbrief ist natürlich wunderschön. Passierschein, Nachricht? Ah ja. Ja, genau. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen, falls jemand den Pass entlang kommt. Das ist wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen. Er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt mir seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauern. D. Er hat uns ja schon verraten, dass es sich dabei um Dexter handelt. Dementsprechend, ist jetzt nicht so eine große Surprise. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Ich muss zum Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Ach. Und was könnte das wohl für eine wichtige Nachricht sein? Wir machen mal den obvious Dialog, den ich noch nie gemacht habe. Ich bin gekommen, um das Auge Enos zu holen. Was? Nie gehört. Was soll das sein? Es ist ein wichtiges Artefakt. Du siehst aber nicht wie ein wichtiger Bote aus. Hast du etwas, womit du dich ausweisen kannst? Ja, ich habe einen Passierschein. Ich habe einen Passierschein. Tatsächlich? Und wen hast du dafür umgelegt, du Halsabschneider? Ich bin ein wichtiger Bote. Wollt ihr mich jetzt reinlassen oder nicht? Na, geh schon rein, bevor ich es mir anders überlege. Okay, cool. Hier, was mir auch bei dieser Zugbrücke gerade aufgefallen ist, die ist aus Stein. Und man hat trotzdem Ketten dran, also dass man die quasi so hochziehen kann. Das ist die dümmste... Das ist einfach... Nein, warum die Ketten? Ich meine, ja, okay, ich sehe ein, dass man halt daraus eine Steinbrücke modelliert hat und so, dass es jetzt keine Holzbrücke ist, ist cool. Ja, also so gesehen habe ich nichts gegen. Aber dann hätte man doch bitte die Ketten wegmachen müssen, weil die Ketten bringen doch überhaupt nichts. Das ist ja keine Zugbrücke mehr. Man kann die ja so, wie sie ist, nicht hochziehen. Das ist ja Quatsch. Da hätte man die Ketten wegmachen müssen. Die Ketten zerstören ein bisschen dieses Bild hier, finde ich. Vielleicht sehe ich es auch gerade ein bisschen zu eng, aber ich finde, wenn man daraus schon eine Steinbrücke macht und keine Holzbrücke mehr hat, dann soll man die Ketten auch wegmachen, weil die Ketten bringen jetzt halt gar nichts mehr. Wer bist du? Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachenangst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Das ist wirklich nicht. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Probleme habe ich kommen sehen. Ich bin gekommen, das Auge Enos zu holen. Das heilige Auge Enos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Oh, doch. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Das höre ich zum ersten Mal. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht nach oben rein, wenn du in der Stadt bist, klar?
Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr. Ja, gut, komm. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Er hat auf die falschen Leute gehört. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel, mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Das wundert mich nicht. Wie komme ich zum oberen Viertel? Ich weiß langsam, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Was? Verstehe ich nicht. Jemals ändern? Wo hast du das denn schon wieder her? Gute Frage. Schlimme Sache. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Zum ersten Mal. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Geil. Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Aber er nennt mich immer mein Junge und nicht du Penner. Noch mehr Ärger. Finde ich ja nett. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Ich habe so einiges gehört. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Okay. Das war da schon vorher. Ja, aber ich weiß, dass ich diesen Dialog auch umgehen kann, indem ich hier über die Stadtwachen kletter. Über die Stadtmauern kletter. Dann kann ich dem wohl auch so entkommen im Gespräch. Aber ja, gut, dann sind wir jetzt mal hier innerhalb der Stadtmauern. Man selbst ist da nicht darauf gekommen. Nee, wir sollten uns jetzt auch ein bisschen so ausrüsten. Das war doch klar. Warte mal. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Warum arbeitest du da nicht dort, frage ich mich. Ich kann das nicht glauben. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein, ich habe ja auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Interessant. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Ich hätte das anders gemacht. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Es war genauso wie. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand.
Die Sache ist ganz einfach. Una, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Una hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner? Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Das wundert mich nicht. Das ist sehr interessant. Ich habe mich so zuvor eigentlich noch nie so richtig mit Rupert auseinandergesetzt. Gerade so in so einem ersten Eröffnungsdialog. Und er erzählt mir Sachen, die ich zuvor noch nie gehört habe von dem, weil ich mich nie richtig mit dem unterhalten habe. Das finde ich total faszinierend. Man muss sich einfach mal Zeit nehmen, mit den Leuten mal richtig zu quatschen. Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Zeig mir deine Ware. So, na gut. Ja, aber du hast halt nichts, was ich brauchen könnte. Aber gut, aufgrund deiner Information ist es ja nur rein logisch, wenn wir jetzt erstmal zu Matteo gehen und nicht zu irgendjemand anderem. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Von daher, gehen wir mal hier rein. Hallo Matteo. Was kann ich für dich tun? Er ist wieder super leise. Sobald ich in einem Gebäude bin, ist es wieder alles super leise. Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Interessiert? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Okay, das war jetzt unerwartet. Mit dieser leichte Bürgerkleidung kaufen. Okay, das war jetzt unerwartet, diese Computerstimme. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Wir können nur abwarten. Die Paladiner haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Das hat er doch vorher gewusst. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Ich habe was anderes gehört. Mich würde jetzt vor allem mal interessieren, ob ich mit einer Bürgerkleidung, die auch Greg geben kann. Aber wenn ich eine Bürgerkleidung auftreibe, die halt Greg gebe und er dann sagt, nicht, ja, getan, das eine habe ich schon, Bauerntürpel wird mich niemand erkennen. Das kennt man ja, ne? Aber was würde passieren, wenn man den mit Bürgerkleidung bringt? Würde er dann sagen, ha, getan, als Bürger der Stadt wird mich niemand mehr verdächtigen. Das würde mich ja mal interessieren. Unter diesem Umstand, komm, das machen wir jetzt noch einfach. In der Folge gehe ich jetzt erstmal zu bis und kaufe mir mal einen Schlafzauber. Das hätte ich so oder so früher oder später gemacht, ne? Ist ja klar. Jetzt machen wir uns erstmal in einer anderen Reihenfolge. Und, hole ich mir mal den Schlafzauber und dann probiere ich mal quasi die Wache einzuschläfern, die Rüstungen alle zu nehmen und oh cool, wer steht denn dort? Das ist einer der Gurus. Baal Parves. Oh Gott, kennt ihr noch Baal Parves? Das ist der Novize, der uns vom Alten ins Sumpflager geführt hat. Der Schläfer sei mit dir. Oh. Wie geil ist das denn, Mann? Das war ein Soundfile aus Gothic 1. Voll geil, die haben auch Soundfiles aus Gothic 1 reingestellt. Alles klar, Alter? Oh. Hammer sweet.
Man darf einen Guru natürlich nicht ansprechen, man muss warten, bis er dich anspricht. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Zeig mir deine Ware. Schlafspruch. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Das ist ja ganz toll mit deinen Tränken. Oh, Pfeil der Finsternis. Scheint auch neue Zauber zu geben. Sehr interessant. Mich... 100 Tacken, ey. Boah, geht ganz schön ins Geld, muss ich jetzt mal sagen. So, jetzt haben wir den... Max, wer bist du denn? Max Murlock. Gut, in der nächsten Folge würde ich sagen, reden wir mal mit Max und dann versuchen wir mal den Plan so durchzuführen, dass wir die Wache einschläfern quasi und dann mal versuchen, Greg eine Bürgerkleidung und keine Bauernkleidung zu geben. Das würde mich ja interessieren, ob es klappt. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder am Start seid. Lasst gerne ein Abo da. Folgt mir auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Haut rein. Macht's gut. Wir sehen uns wieder. Und noch schöne Weihnachtszeit. Ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao.